take time to say our first hello. Scarves and sweaters bundled up in cotton, knowing names that wouldn't be forgotten, laughing over our own sense of humor underneath the Christmas lights that glow. I'm glad I got to know you better. We've come so far since that. Im letzten Vlog ging es ja schon ein bisschen mit Vlogmas los, aber noch nicht ganz, erst so gegen Ende. Deswegen hatte ich auch am Anfang keine entsprechende Begrüßung. Aber jetzt endlich bei diesem Video offiziell. Jetzt startet Vlogmas. Ich probiere euch auf jeden Fall so gut es geht mitzunehmen. Aber ich kann euch nicht sagen, wann immer genau ein Video online kommen wird. Vielleicht mal jeden Tag, vielleicht mal alle 2 oder 3 Tage. So hatte ich es auch letztes Jahr gemacht. Mal schauen, wie der Dezember wird. Können wir bitte darüber reden, dass wir auch letztes Jahr Vlogmas gemacht haben? Und es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Das ist so verrückt einfach. Wer von euch hat auch unsere Vlogmas-Videos vom letzten Jahr schon gesehen? Kann ja auch sein, dass ihr euch die im Nachhinein erst angeschaut habt, auch wenn ihr erst seit diesem Jahr dabei seid. Das wird auf jeden Fall jetzt wieder eine chaotische, schöne Zeit. Achso, was ich euch auch fragen wollte. Gibt es etwas, was ihr in den nächsten Vlogs unbedingt sehen möchtet? Also falls ihr Ideen habt für Vlogmas, gerne her damit. Ich wollte heute mal ein neues Buch anfangen. Ich habe das Gefühl, ich bin in der Leseflaute, so seit 2 Wochen, dank Legendary. Ich fand's gut, ich fand Donatella als Charakter voll cool irgendwie. Ja, ansonsten habe ich halt voll lange für das Buch gebraucht, weil ich mir nicht so viel Zeit genommen habe zu lesen. Und deswegen habe ich das Gefühl, kann ich jetzt so schwer das Buch bewerten. Weil irgendwie, wenn ich viel zu lange für ein Buch brauche, dann finde ich es dann am Ende nicht mehr so. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Aber ich fand den zweiten Band trotzdem ganz gut. War natürlich wieder total verwirrend. Auch bei Carol fand ich es auch super verwirrend zwischendurch. Und manchmal hat es sich auch für mich gezogen, manche Momente. Aber das hatte ich auch bei Carol, auch wenn ich Carol 5 Sterne gegeben habe. Aber ich fand die Welt an sich und die Story voll cool gemacht. So voller Magie. Aber mich würde echt mal interessieren an alle, die die ganze Carol-Reihe gelesen haben, welcher Band denn am besten ist. Ich habe nämlich immer das Gefühl, dass der erste Band den Leuten am meisten gefällt. Und kennt ihr das? Ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt irgendein Buch, was mich sofort catchen muss. Kein Paprikapulver mehr und das ist so schlimm für mich, weil ich immer so viel mit Paprikapulver würze und das nicht wenig. So, einer und zwei. So, jetzt wird das Ganze hier gerührt. Es geht schon. Guck mal hier. Wow, der Teig, ich sag's ehrlich. Das ist es. Die Amis können ein paar Sachen, können sie gut, die Amis. Und das gehört dazu. Ich liebe es aber nicht zu filmen. Das weiß ich. Merkst du das? Natürlich merke ich das. Ich merke deine Liebe und deine Zuneigung. Alles merke ich. Er wird jetzt noch parallel ein TikTok gedreht anscheinend. Wisst ihr, was mich jeden Tag glücklich macht, wenn ich sehe? Einmal diese Frau. Aber... auch dieser kleine Baum, den du hier hingestellt hast. Ich liebe den auch, der macht mich auch jeden Morgen glücklich. Wirklich? Also den hast du gut dahingestellt, weil jedes Mal, wenn ich morgens einen Kaffee mache, denke ich mir, das ist süß. Same. Thank you.
ist unser Frühstück. Gabriel liebt es morgens immer süß, deswegen gibt es am Wochenende immer auch Pancakes oder Crepe. Und ich mag es lieber herzhaft morgens, aber dank Gabriel habe ich mich auch an das Süße immer gewöhnt. Ich würde sagen, wir schauen irgendwas Weihnachtliches dazu. Und zwar das hier, das nagelneu. Family Switch. Ich mag die Schauspieler so. Und wie geht's dir? Ich bin aufgeregt. Oh, ich habe wieder so Herzrasen, das tut weh. Oh nein! Oh nein! Man hört es bestimmt sogar, wenn ich die Kamera dran halten würde. Nee, noch schneller. Lüg nicht. Leute, ich zeig jetzt das Book Journal. Ja, wir sind jetzt gerade dabei. Das hier, warte, man sieht es nicht, ist komplett überlichtet. Warte. Vielleicht jetzt ein bisschen. Ja, jetzt sieht man's. Wir sind gerade dabei, es zu veröffentlichen. Und natürlich ist wieder die Aufregung mit dabei. Zum ersten Mal zeige ich es jetzt so. Ja. Oh. War viel Arbeit, ne? Viel Liebe. Über ein Jahr. Ja, da steckt vieles drin. Also, wir können stolz auf uns sein. Haben wir gut gemacht, oder? Ja, haben wir. Sieht so toll aus. Oh mein Gott. Ich bin so verliebt. So, jetzt drück drauf. Veröffentlichen. Ich bin aufgeregt. Los geht's. Posten, posten, posten. Leute, macht mit. Posten, posten. Ich muss kurz speichern, ich weiß nicht, ob ich es gespeichert habe. Ja, du hast schon gespeichert. Oh Gott, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Was soll ich jetzt als Titelbild nehmen? Oh mein Gott. Eher so oder? Oh, das sieht so süß. Ich würde das im Auto, glaube ich, machen. Eine Ewigkeit später. 3, 2, 1, go! Yay! Nein, aber ist doch schön. Kannst voll stolz drauf sein, Mann. Ist doch voll das krasse Projekt. Ja, klar. Das ist so krass, ja. So, Leute, die Aufregung ist ein bisschen abgeklungen. Und ja, ich habe auf Insta, auf TikTok Bescheid gegeben, dass das Book Journal am 10. Dezember rauskommt, um 11 Uhr. Und habe auch das Design gezeigt, also das Cover, aber noch nicht so ganz genau das Innenleben. Das werde ich auf jeden Fall noch die nächsten Tage tun und euch auch auf YouTube hier nochmal alles zeigen, im nächsten Vlog dann wahrscheinlich. Danke übrigens für all eure Nachrichten. Ich musste aber kurz mein Handy beiseite legen, weil ich wirklich eben sehr nervös war. Aber eure Nachrichten haben mich richtig glücklich gemacht. Ihr seid so süß. Ich freue mich so, dass ihr euch auch so mit mir freut und mir auch schreibt, dass ihr so lange drauf gewartet habt, seitdem ich es angekündigt hatte. Das macht mich echt happy. Dankeschön dafür. Okay, bevor es jetzt emotional wird, packen wir jetzt die Adventskalender aus. Leute, ich hatte einfach noch einen Neonail-Adventskalender für mich. Ich hatte ja noch einen und den hatte ich verlost. Und der hier ist für mich und den habe ich total vergessen, der war nämlich in meinem Ankleidezimmer. Und ich bin so gespannt, weil ich jetzt 3 Türchen aufmachen kann. Aber bevor ich das hier jetzt öffne, ich habe gestern ein riesiges Paket von meiner Nachbarin abgeholt. Und mein Gefühl sagt mir, dass hier auch ein Adventskalender drin ist. Ich bin so gespannt. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viele Adventskalender. Also braucht man auch gar nicht und darum geht es auch gar nicht. Aber natürlich freue ich mich, wenn ich auch was zugeschickt bekomme. Wow, boah, das sieht krass aus. Alter Schwede, was ist das? Oh mein Gott. Ich habe einfach die süßesten Partner auf dieser Erde. Ich habe einfach von meiner YSL-Family einen Adventskalender bekommen. Der ist ja wunderschön. Was haben die denn bitte hier für ein tolles Design? Das ist einfach eine Schneeflocke. Liebe Burcu, wir wünschen dir und deinen Liebsten Happy Holidays und besinnliche Tage. Ganz liebe Grüße, Pauline von YSL Beauty. Schaut mal, wie süß. Das ist so süß. Ich freue mich jedes Mal über solche Kärtchen. So selbstgeschriebene. Der geht so auf. Wow. Wow. Der sieht so schön aus. Ich werde mich nie dran gewöhnen, dass ich so krasse Sachen zugeschickt. Jetzt wird angeboxt. Willst du direkt mit? Willst du als erstes dein Türchen öffnen oder soll ich meine Türchen öffnen? Adventskalender, Türchen Nummer 3. Woo!
heute ist Gabriel dran. Es ist so schwierig, Gabriel zu beschenken. Bei mir ist es ganz einfach. Man muss mir einfach nur Beauty-Sachen kaufen, Bücher. Bei Gabriel ist es so schwer. Ich habe auch so viel unnötige Sachen dabei. Ich habe einen Nummer noch. Ah ja, hier drei. Okay, das ist jetzt cool. Okay, so. Das ist mein Geschenk. Habe ich schon mal einen Schokololli von DM. Sehr nice, dankeschön. Sehr viel Liebe verpackt. Könnte es für ein Buch sein? Du hast doch schon so gestartet, ja, mir ein Buch auszusuchen. Ich mag Thriller und so Sachen. Gucken. Was ist denn das? Das sieht ja gut aus. Was ist das? Das Böse in uns, das spricht mich ja natürlich komplett an. Spaß, oh, da steht irgendwas drin. Ich auf der Suche nach einem Fantasy-Buch. Nicht mehr als 400 Seiten, keine Romantik hoffentlich. Naja, ein ganz bisschen Romantik darf schon drin sein. Da wurde mir dieses Buch empfohlen. Ich wünsche dir die tolle... Was? Ich wünsche dir tolle Lesestunden. Ich hab's kurz lesen verlernt. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Hä? Das klingt ja hier schon richtig gut. Das Leben, das echte Leben, ist kein Kampf zwischen Gut und Böse. Es ist ein Kampf zwischen Böse und etwas Schlimmerem. Mit der Sache verabschiede ich mich. Ja, du magst doch Fantasy und soll doch nicht so dick sein und ja, das ist richtig. Seiten hast du. Magst du auch. Hast du aber Glück gehabt, gerade so, ne? Nicht lesen. Warum ich lese jetzt die letzte Seite? Ich lese jetzt die letzte Seite, so. Ich habe immer das Gefühl, dass du aus Versehen die letzte Seite liest. Ey, damit kann man sich so leicht triggern. Ich, immer im Buchladen mache ich einfach ja. So, dann mache ich so. Warte mal, ich lese mal das Ende. Weil ich kenne dich, du schaust dann nach oben. Ey, du bist so leicht, du bist wie ein Kind, man kann dich so leicht ärgern einfach. So, danke dir. Und jetzt packen wir deine. Morgen bis Wiedersehen. Morgen bis Wiedersehen. Packen wir deinen 99 Adventskalender hier aus. Okay, also Leute. Das habe ich geschenkt bekommen. Ein Lolli habe ich geschenkt bekommen. Schokololli. Und dieses Buch, bei dem ich einfach, um echt zu sein, einfach Angst habe, um es auszusprechen. Weil ich jetzt bestimmt falsch ausspreche. Vicious, oder? Vicious. Vicious. Nein. Vicious. Das Böse in uns. Ja. Von F.E. Schwab. Ich glaube, sie schreibt sehr gute Bücher. Ja, ich habe doch schon mal ein Buch von ihr gelesen. Ich wollte auch schon mal was von ihr lesen. Nee, du hast noch kein Buch von ihr gelesen, aber ich wollte mal ein Buch von ihr lesen. War das nicht auch das mit den Krähen? Nein, das ist Lady. Ah, okay. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich glaube, das ist Fantasy und Science Fiction. Ich bin gespannt, Leute. Falls ihr das Buch gelesen habt, könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr es gefunden habt. Die Buchdicke gefällt mir auf jeden Fall. Genau, es war einfach perfekt für dich und ich hoffe, da ist jetzt keine Romantik. Das ist auch so ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Genau. Ja, ja. Ja, und du wolltest auch schon mal sowas lesen. Und das ist so ein bisschen so wie Blade Runner gibt es. Ja, stimmt, ja. Blade Runner ist nice. Ja. Finde ich richtig cool. Eine gute Wahl getroffen, aber das habe ich mir schon gedacht. Also. Ey, wurde mir empfohlen. Du bist ja auch der Burner generell. Oh, danke. Wurde mir empfohlen. Ja, ja, okay. Von Mona. Ach, was, hör doch auf! Ja! Ehrlich? Ja! Na, wie lustig, ey! Ich weiß nicht, ob sie es gelesen hat. Nee, sie hat es, glaube ich, nicht gelesen, aber sie meinte, ich glaube, das ist auch. Na, das ist ja eine tolle Empfehlung. Wenn man von Büchern, die man selbst nicht gelesen hat, dann bin ich aber gespannt. Ich bin doch auch so, dass ich weiß, welche Bücher gut sind. War nur Spaß, aber... ja klar. Nee, okay. Du hast recht. Also nochmal Handshake. Gutes Spiel. Kannst du mir bitte mein Handy kurz mal rüberreichen? Ja. Danke dir. Dass das Essen gleich ankommt. Ist nicht der Sache, einen Daumen nach oben zu geben, ne? Allein wegen meinem Auftritt hier. Erstes Türchen. Türchen Nummer 2. Wie süß. Black Opium in Mini. Im ersten Türchen war ein Lippenstift in so einem Mini-Format. Richtig süß. Es ist diese beliebte YSL Lippenstiftfarbe in der Farbe Rouge Pour Couture. Ich habe die Farbe auch noch in der Originalgröße. Und im zweiten Türchen war hier ein Kajalstift. Und im dritten Türchen Black Opium in Mini. Oh mein Gott, wie süß sieht dieses kleine Fläschchen bitte aus. Ich liebe es, wenn man auch so von diesen kleinen Fläschchen sammelt. Sieht halt immer so süß aus. Darüber freue ich mich sehr. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mit meinem Neonail-Adventskalender weiter. Ich hoffe so sehr, dass in den ersten drei Türchen irgendwas mit Glitzer ist. So am besten Rotglitzer, weil ich wollte mir so Xmas-Nails machen. Vor allem muss ich jetzt morgen, am besten morgen, ja, meine Nägel machen. Die sind nämlich arg rausgewachsen. Und vielleicht befindet sich hier in den ersten drei Türchen eine coole Farbe, die ich mal direkt benutzen kann. Ah! Wie cool.
Minimalist Color Base. Color Base Creamy Tone. Die Farbe ist echt schön cool. Darüber freue ich mich. Türchen Nummer 2. Schaut mal. Das ist die Farbe All I Need Is Glitter. Glitter. Die Farbe ist echt süß. Kommt jetzt gar nicht so rüber. Vielleicht kann ich sie ja ein bisschen mit so einem Rotton vermischen oder so. Mal schauen. Türchen Nummer 3. Das ist die Farbe Top Glow Red Aurora Flakes. Was für ein langer Name. Da sind so grobe Glitzerpartikel drin. Ich weiß nicht, ob man es sitzt. Ich glaube, man erkennt das nicht. Aber das ist jetzt zum Beispiel eine Farbe, die würde ich auf jeden Fall nie so verwenden. Das ist nicht so meins. Finde ich schön. Aber ich glaube, an mir... Das wäre wahrscheinlich ungewohnt für mich einfach nur. Das würde ich auf jeden Fall verschenken. So, weiter geht's mit Koro, würde ich sagen. Koro, Türchen Nummer 3. Cashew Kerne mit Toskana Gewürz. Toskana hört sich schon mal auf jeden Fall richtig gut an. Oh, auf unserer Bucketlist steht ganz oben eine Toskana Tour. Das ist unser größter Traum. Okay, gehört zu unseren größten Träumen. Und jeden Sommer nehmen wir uns das vor und ja. In den nächsten 2 Jahren machen wir auch mal eine Toskana-Tour. Es ist wirklich traumhaft schön dort. Und wir lieben ja Italien und machen dort sehr gerne Urlaub. Auch also Städtetrips vor allem. Ich glaube, die Toskana ist einfach nur magisch. Bin gerade voll abgeschwiffen. Ich wollte sagen, dass das hier auf jeden Fall richtig gut zu meinem Grünkohlsalat passen würde. Oder allgemein zu Salaten, so als Topping. Ich kaufe mir auch immer diese Toppings vom DM. Die schmecken auch. Die Kerne sind dort auch nämlich mit Tamarindensoße gewürzt. Schmeckt sehr lecker. Apropos Grünkohl, ich muss hier wieder einen Grünkohlsalat machen. Dann geht's weiter. Türchen Nummer 3 hier. In Türchen Nummer 3 war hier das Advanced Jellyfig Serum von Lancôme. Das mag ich auch sehr und habe es auch schon mehrmals benutzt und auch meiner Mama geschenkt. Und... jetzt noch mein Kies Adventskalender. Nummer 3. Ich habe es direkt gefunden. So, im dritten Türchen war hier das Calendula Serum Infused Water Cream. Ah, riecht nach Zitrone. Voll lecker. Neue Version von Fortnite. Jetzt geht's aber ab. Neue Season. Was ist denn da los? So, wir machen jetzt Apple Crumble. Woo! Okay. Übrigens haben wir die noch gehauft. Also ich bin nicht fürs Vloggen gemacht. Willkommen in meinem Leben. Wir haben die noch gehauft. Wie oft ich mich verspreche über den Vlogs. Also, diese Panettone haben wir gekauft und eindeutig ja noch nicht angefangen. Und ja, wollte ich euch einfach mal gezeigt haben. Die ist mit Pistacchio. Hat uns ja angesprochen. Aber es kam noch nicht dazu, dass wir die geholt gegessen haben. Was ist deine Aussage dazu? Na. Das hab ich mir schon gedacht. Bonjour, genau. Mhm. Da sprechen die 4-5 Jahre Französisch, ne? Was kannst du sonst noch so? Baguette? Baguette. La Maison. Croissant. Mhm. Das ist alles schon mal gut, das reicht schon mal. Französisch Crashkurs. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Ich français. Français. Ja, klar. Oh mein Gott, ich wollte einfach mal zocken kurz. Mhm. Neue Season, aber wir wollen auch etwas backen. Ganz genau. Wir haben 9 Uhr. Wir backen jetzt und dann zocken wir. Und dann ein neues Buch anfangen. Dann fangen wir ein neues Buch an und schneiden noch dieses Video hier für genau, morgen. Genau, diese Sachen muss ich machen und wir haben 21 Uhr. Okay, alles klar. Dann beeilen wir uns jetzt. Schnell! Also wir brauchen Äpfel, Zitronensaft, Vanillezucker, braunen Zucker und Mehl. Ne? Zimt. Zimt? Das war's. Und das könnt ihr jetzt einfach Butter? Alles so zusammenmischen. Und Salz. Genau, das sind ja 2 verschiedene Sachen. Also einmal für Äpfel, für die Äpfel und einmal für die Streusel. Okay. Das ist so ein internationales Rezept. So ein Rezept, was ich im Internet gefunden habe. Einmal 20 Minuten. Guten Abend, Garten. 20 Minuten. Okay. Was? Dann sagst du deinen Namen. Dann hören wir beide.
So, unser Apple Crumble ist jetzt im Ofen. Ich mache uns gleich jetzt noch einen Tee. Boah, mir geht es jetzt auch endlich wieder besser. Ich hatte seit heute Morgen wieder Migräne, Kopfschmerzen. Die ganze linke Seite hier hat wieder mal gepocht. Ich habe schon 2 Tabletten genommen. Es ging einfach nicht anders. Ich hasse es auch, Tabletten zu nehmen, aber es ging einfach nicht. Ich muss halt manchmal einfach funktionieren und es ist dann so schwer mit Kopfschmerzen. Vor allem haben wir auch noch den ganzen Tag was für Loving May gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch überhaupt in dem Vlog ein bisschen mitnehmen. Ja, ich dachte nämlich, es wird so ein etwas ruhigerer Sonntag, aber war es nicht, nein. So, welchen Tee machen wir? Wieder die Frage aller Fragen. Räubosch, Apfelstrudel oder Kaminfeuer? Mir ist letztens aufgefallen in dem Vlog erst, auch als ich den geschnitten hatte, dass Kaminfeuer als Tee kein sexy Name ist. Ich dachte mir so, Kaminfeuer hört sich jetzt nicht gerade lecker an, aber hört sich cozy an. Eigentlich hier drin. Hibiskusblüten, Apfelstücke, Hagebuttenschalen, Räubusch, Zimt, Aroma. Kennt ihr diese Big Red Kaugummis? Diese, die nach Zimt schmecken. Die haben so eine rote Packung, rot-schwarz. Genauso riechen die. Gibt es überhaupt noch die Kaugummis? So, okay, das muss jetzt noch ein bisschen abkühlen, weil es einfach noch viel zu heiß ist. Wir zocken jetzt eine Runde. Wir zocken eine Runde. Fun Fact, Freunde. Jetzt geht's los. Wir zocken immer gemeinsam Fortnite. Mhm. Ich liebe es. Schaut mal, das sind wir. Gabriel ist links und ich bin rechts. Dazu gibt es jetzt noch ein bisschen Eis. Natürlich nur einen kleinen Kleckser. Oh, so juicy da unten. Oh, wow, was geht denn hier unten ab? Okay, sieht sehr gut aus. Guck mal, das dampft. Nein! Mein Eis! Wir haben es zum ersten Mal in diesen kleinen Förmchen gemacht. Eigentlich mache ich das immer in so einer, habe ich das immer in meiner Tarte-Form gemacht. Die ist leider kaputt gegangen. Ich habe die so gerne benutzt. Wir wollten mal vernünftig sein, pro Person mal eine angemessene Portion machen. Langweilig. Nie wieder. Nächstes Mal gibt es wieder einen ganzen Kessel für uns. Ich kündige. Einen ganzen Eimer. Der Pökmann. Mach Aha. Und da kommt der Flieger. Richtige Dad-Jokes. Ich bin jetzt schon vorbereitet.